Hi, wie ihr sicher schon am Titel des Videos gesehen habt, ist das ein etwas improvisiertes Vlog-Video, weil ich sonst nicht genau wusste, wie ich die Änderung mit der neuen Wohnung irgendwie darstellen sollte und ich sowieso gerade irgendwie nur den Kopf dafür habe, weil es so viel Arbeit ist, umzuziehen. Und deswegen dachte ich, mache ich das einfach mal in so einem kleinen Vlog. Ja, ich werde auch die Wohnung, eine leere Wohnungstour wahrscheinlich zeigen, obwohl ich das eigentlich immer ziemlich doof finde. Aber ich dachte, ich bespreche mit euch so ein bisschen meine Designideen, die ihr dann später auch in Videos sehen werdet. Und vielleicht könnt ihr mir ja auch ein paar Tipps geben, was man so in dieser Wohnung machen könnte. Das Ganze ist tatsächlich eine ziemliche Nacht- und Nebelaktion, denn wir haben vorgestern den Mietvertrag erst abgegeben und gestern die Schlüssel für die Wohnung bekommen und wollen dieses Wochenende umziehen, weil ich tatsächlich nächste Woche auch meinen ersten Job anfange. Das heißt, da ist auch wieder alles sehr aufregend und man braucht dafür ein bisschen Energie und dann wollten wir nicht auch noch mitten im Umzug sein, obwohl wir dann eigentlich mitten im Umzug sind. Aber wir wollten zumindest schon mal die meisten Sachen hier in der anderen Wohnung haben und so ein bisschen uns da einleben können. Ja. Es ist jetzt eine Woche her, dass wir umgezogen sind und ich habe jetzt endlich mal die Zeit gefunden, mit euch den Designplan durchzugehen, den ich mir so erdacht habe. Und dafür habe ich einen 3D-Roomstyler benutzt. Der ist kostenlos, deswegen hat er so ein paar Grenzen, die ich dann auch sage, wenn wir uns das Design anschauen. Ich gucke übrigens immer nach unten, weil da der PC ist, damit ich weiß, was ich gerade erkläre. Aber er ist eigentlich ganz gut, damit man sich das vorstellen kann. Gut, also fangen wir mal an. Fangen wir am besten in meinem Lieblingsraum an, in der Küche. Dafür lege ich jetzt mal die Kamera auf die Küche. Also man hat hier immer so eine Kamera und die kann man auf den jeweiligen Ausschnitt legen und den dann stylen. Man kann den Grundriss auch ganz genau nach den Maßen machen. Was das Problem dabei nur ist, dass die Möbel meistens so welche sind, die man wirklich kaufen kann, damit es Empfehlungen sind und die haben bestimmte Maße, die dann auch eingehalten werden. Und wenn du das aber nur sinnbildlich benutzen willst, weil du das Produkt gar nicht so haben willst, sondern ein Produkt haben willst, das in deinen Raum wirklich passt, dann passt das mit den Maßen nicht mehr so ganz gut. Was bei mir jetzt kein Problem war, weil ich wollte es jetzt nicht maßstabsgenau, sondern eher so ein bisschen, dass andere Leute sich das auch vorstellen können, wenn ich das mir anschaue. So, also gucken wir uns mal die Küche an. Hier müsst ihr beachten, wir haben da, wo die zwei Fenster sind, eine Schräge. Die konnte ich aber nicht reinmachen. Ich weiß nicht, ob es nur an meinen technischen Fähigkeiten liegt oder ob man sie wirklich nicht reinmachen kann, weil ich habe es nicht hinbekommen.
Aber es macht ja nichts, weil man kann sich vorstellen, dass da eine Schräge ist. Also, wir haben hier auf der Seite erstmal die ganzen Geräte mit Geschirrspüler, Ofen und so weiter. Und tatsächlich habe ich hier, das Design ist nämlich schon älter und wir sind jetzt, wo wir in der Wohnung sind, will ich es ein bisschen ändern. Habe ich hier, das sieht man gerade nicht. Warte, da lege ich den Winkel nochmal hin. Zuerst den Geschirrspüler hingemacht. Das passt aber nicht, weil wir noch so einen Hochschrank haben, der sonst nirgendwo reingepasst haben. Deswegen ist auf der Seite jetzt ein Hochschrank. Und der Kühlschrank ist auf der anderen Seite des Raums. Dann möchte ich hier eine Kücheninsel hinmachen aus meinem, wenn ihr das angeschaut habt, aus meinem, wie heißt es denn, aus meiner Blumenbank, die halt auf meinem Balkon vorher gestanden hat. Die kriegt einen neuen Anstrich, Rollen drunter und eine Arbeitsplatte drauf. Soweit vielleicht auch noch ein paar kleine andere Änderungen. Ja, die Farbe. Ich habe mich für ein dunkles Grün diesmal entschieden. Weil das Hellgrün, das passt da irgendwie nicht so rein und das Dunkelgrün hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Ich habe so ein paar verschiedene Auswahlmöglichkeiten gehabt, so ein schönes Blau oder auch ein Aubergine. Aber da ich ein Grünfanatiker bin, passt es eigentlich immer ganz gut und hält auch lange. Ich finde, eine bunte Küche macht auch immer, also wir haben gemerkt, im Gegensatz zu der weißen, es macht einfach viel fröhlicher und ist viel schöner, wenn man eine bunte Küche hat, zumindest bei uns. Hier die Arbeitsplatte ist tatsächlich schon richtig. Ich hatte aber zwischenzeitlich mal überlegt, Marmoroptikplatten da drauf zu machen, weil bei IKEA und Hornbach gibt es in weißem Marmor auch so Arbeitsplatten. Und dann bei IKEA gibt es auch noch welche, die man vor die Fliesen hätte machen können als Wandpanel. Allerdings sind da die Lieferzeiten im Moment richtig schlimm und ich musste dann den Abstrich machen zwischen, möchte ich erst in 6 Monaten eine funktionierende Küche haben oder jetzt. Und dann habe ich halt Abstriche gemacht. Kann man ja bei der nächsten Wohnung, beim nächsten Haus machen. Deswegen kommt da eine helle Holzplatte drauf. Hier in der Ecke versteckt könnt ihr auch sehen, dass ich eigentlich über die Ecke noch was haben will. Da muss ich mal schauen, wie das funktioniert, weil ja, Platz, ob es aussieht, so. Weil ich würde da gerne auch noch ein paar Pflanzen oder so hinstellen, so ein paar Gartenkräuter. Dann drehen wir die Kamera mal auf den Esstischbereich. Hier. Also, hier müsst ihr euch jetzt vorstellen, dass da beziehungsweise getauscht, da hier der Kühlschrank steht und da der andere Schrank. Das ist eigentlich unser Küchenschrank, den ich auch in einem Video gemacht habe, der runde. Den haben wir da jetzt nicht hingemacht. Wir haben einen anderen IKEA-Schrank, den ich vorher im Flur hatte, hingestellt, weil das irgendwie gerade besser gepasst hat, auch mehr Platz hat. Dann kommt hier wieder beachten, da ist eine Schräge, deswegen kann man da nicht so tief in die Ecke gehen. Soll die Sitzecke hinkommen, alles erstmal ein bisschen in Grün gehalten, vielleicht auch eine Sitzbank. Und an die Wand sollen dann 3 von diesen IKEA, heißen die Pax-Regale, also diese ganz schlichten Holzregale hinkommen, damit man da auch noch mehr Stauraum haben. Ja, eigentlich ein ganz simples Design. Sind wir eigentlich auch schon fertig mit der Küche. Generell soll es aber so einen Landhausstil haben. Die Spüle zum Beispiel möchte ich auch eine Keramikspüle, eine kleine haben. Es passt nur eine kleine hin. Und die Hardware, also die Möbelgriffe und so, sollen diesmal in Gold ausfallen. Auch gekauft, damit die nicht so abgeranzt sind, weil ich habe sie vorher nämlich mit Kupferspray angesprüht und die greifen sich einfach komplett schnell ab und es sieht nicht mehr schön aus. Der Wasserhahn soll auch so ein bisschen vintage sein und wird so nicht ganz golden mit so ein bisschen Kupfer drin, weil der uns einfach am besten gefallen hat.
Genau. Gehen wir ins Wohnzimmer. Das ist eigentlich super schlicht und nicht so aufregend. Da kommt einmal unser Sofa sinnbildlich hin. Oh, ich habe da auch noch was drin, was ich überlegt hatte. Hier den Kamin. Aber das kommt eigentlich weg. Das machen wir mal kurz weg. Ja, okay. Das Sofa hin und ein Couchtisch. Bei denen sind wir uns noch nicht sicher, was für ein Couchtisch das sein wird. Das sollte eher kleiner sein, damit der Raum nicht so voll wirkt. Und dann steht das hier sinnbildlich für eine Bücher- und TV-Einheit, die ich gerne dahinstellen würde oder machen würde. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Es ist auch ein bisschen zeittechnisch abhängig, weil ich ja jetzt arbeite und die Wohnung aber trotzdem ein bisschen schneller fertig haben möchte. Da haben wir ja den Balkon und zwei Türen, die man eigentlich aufmachen müsste. Deswegen sollte da eigentlich kein Sessel stehen. Allerdings sieht es da eigentlich am besten aus. Deswegen damals in weltlichen Sessel hingestellt. Das soll so ein großer sein, in den man sich schon reinflätzen kann. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber die Wand hier ist ja hellgrün, so grün, also nicht genau der Ton, aber sinnbildlich grün, soll die Wand sein, damit es wieder so ein bisschen nicht das gleiche wie die Küche ist, aber in die Küche mit reinpasst, da das ja so ein offenes Konzept ist. Ja, dann sind wir hier schon fertig. Im Flur hier brauche ich euch jetzt kein 3D-Ding zeigen, weil das habe ich da noch nicht eingefügt. Soll eine riesengroße Bücherwand sein. Ob die farbig sein wird oder so, steht immer noch offen. Ich mag es gerne bunt tatsächlich. Auch wenn es mich manchmal dann trotzdem erschlägt. Aber ich finde es irgendwie besser als nur weiß. Sieht man auch, ich sitze nämlich gerade in meinem neuen Zimmer. Ignoriert das Chaos im Hintergrund. Und das habe ich. Also es ist ein bisschen pinker geworden, als ich es haben wollte. Es sollte so ein Korall-Terrakotta-Mix sein. Ja, okay. Dann, wenn wir hier in den Raum gehen, also man kommt hier in die Wohnung rein und dann kommt man erst in mein Zimmer und in das von Jan. Jans Zimmer richtet er natürlich selber ein, weil ich schon die ganze Wohnung einrichte und er dann auch mal ein bisschen einrichten möchte. Deswegen zeige ich das nur ganz kurz. Das war früher das Farbschema, allerdings wird das grüne Bett zum Beispiel jetzt durch mein graues ersetzt. Das habt ihr noch nie gesehen. Das ist so ein Ikea-graues Bett. Das kann ich ja irgendwann mal zeigen. Und ich bekomme ein beiges, weil das Graue bei mir nicht mehr farbtechnisch leider reinpasst. Das hätte ich nicht gedacht. Und hier ist bei ihm auch eine Schräge und ein Fenster und das hat er hellgrün gemacht. Seht ihr ja auch in dem Bild. In dem Video. Gut. Zum Badezimmer gibt es auch nicht viel zu sagen. Wird vielleicht auch wieder bunt. Ich hatte mir so was mit Blautönen erst gedacht. Allerdings haben wir jetzt Badematten in grün gekauft. Und vielleicht wird es einfach was mit grün und gelb. Das kommt allerdings aber auch ganz als letztes hin. Wir haben da jetzt hier so einen kleinen Nebenschrank drin und hier steht was, weil hier ist schon die Heizung. Ich hoffe, ihr seht meinen Cursor, dann sonst erzähle ich euch irgendwas. Es soll eine Duschwand hinkommen, die man so unterklemmen kann, weil man ja nicht so reinbohren darf in die Fliesen. Genau, das wäre es auch schon. Dann kommen wir in mein Zimmer. Drehen wir das. Okay, also wir sind reingekommen und ja, ich habe es, wie ihr seht, in dieser Farbe gestrichen und ich habe auch eine Schräge hier, wo das Fenster ist. Und ich habe den ganzen Raum so gestrichen. Also ich habe wirklich auch nicht die Decke ausgelassen. Da kommt meine Kommode hier hin. Die kriegt noch einen anderen Anstrich. Die war vorher im Wohnzimmer. Und auf der anderen Seite soll einfach ein Ikea-Schrank kommen. In der gleichen Wandfarbe streiche ich den. Dann hier sinnbildlich. Ich zeige es jetzt mal so, weil es konnte man nicht so gut darstellen.
wo das Bild steht. Da soll irgendwie ein Kleiderschrank hinkommen. Ich habe nämlich keinen mehr. Und wahrscheinlich auch in der gleichen Farbe wie in der Wandfarbe. Oder ich spiele in diesem Raum ein bisschen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob mit diesem Rosaton, nenne ich ihn jetzt mal, mit Beige und mit Grün. Oder zum Beispiel mit diesen rosa-beige und so bräunlichen Tönen. Da muss ich mal gucken, was ich für Sachen finde, was mir gefällt. Ja, da kommt auf jeden Fall eine Schrankeinheit hin, weil ich habe da ja auch wieder eine Schräge. Muss ich gucken, dass ich das so ein bisschen level und den Platz gut ausnutze. Ich wollte erst hier in der Schräge, da habe ich ein bisschen mehr Platz, die ganzen so Kommodenschränke machen, dass ich da meine Klamotten reinkomme. Ich mache das aber, glaube ich, nicht, weil das den Raum wieder ziemlich klein macht. Und dann steht hier hinter der Tür gerade mein Schreibtisch. Da weiß ich auch nicht, ob der da bleibt. Weil er, also passt er eigentlich gut hin, aber ich weiß nicht, ob er vom Aussehen dann mit dem Schrank kollidiert, weil er dann in so einer Nische ist und ich den Schrank nicht ganz weiter fühlen kann. Genau, das war eine kleine, aber feine Durchgang durch die Wohnung und was euch erwartet, denn ich werde euch mit den Videos auch mitnehmen. Als nächstes kommt erstmal die Küche dran, das dauert aber Schritt für Schritt. Was ich aber für dieses Zimmer, wo ich hier sitze, auch noch geplant hat, ist so eine Blumenlampe zu machen. Ich kann mich mal hier im Bild reinmachen. Und da könnte ich euch auch mitnehmen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.